changes. Fallout 76 ist vergangenes Jahr erschienen, hat zum Release aber ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Die Entwickler von Bethesda sagen, sie haben sich die Kritik zu Herzen genommen und wollen dieses Jahr jede Menge neue Inhalte nachliefern. Was schon verbessert wurde und was alles noch kommt, das will ich jetzt besprechen mit jemandem, der die ganze Zeit über in Fallout 76 am Ball geblieben ist. Mein Kollege Benedikt Grothaus von Mein MMO. Grüß dich, Benedikt. Hallo, Michael. Wie ist denn aktuell die Stimmung in der Fallout 76 Community, also sei es im Spiel selbst, als auch auf Reddit oder auch bei euch auf Mein MMO? Also an sich ist das sehr gut. Die Spieler spielen noch sehr gerne, sie haben Spaß an Fallout 76. Es gibt Ausnahmen, ab und zu wollen Spieler einfach nur Gegenstimmung machen, aber die meisten Leute sind wirklich gut drauf und sie spielen, wie gesagt, noch sehr gerne. Es gibt immer wieder haufenweise verrückte Stories von Leuten, die sich coole Ideen überlegt haben, die Events in Fallout 76 irgendwie auf die Beine stellen, coole Camps aufbauen, sich zusammenfinden und Dinge tun. Aber es ist generell einfach weniger geworden. Also weniger Leute spielen Fallout 76, auch von denen, die ursprünglich gespielt haben, sind ein paar ab, aber es ist immer noch sehr beliebt. Aber das heißt, die Initiative geht da von den Spielern aus, also die denken sich die Events aus und die Stories und das kommt weniger jetzt schon von Bethesda? Im Moment ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass Leute einfach im Wasteland spielen zusammen. Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, dass es zum Launch ziemlich viel Kritik am Spiel gab. Was waren denn da noch die größten Kritikpunkte an Fallout 76? Also der größte Kritikpunkt war wohl das Fehlen der NPCs oder der menschlichen NPCs. Viele Leute hatten dadurch die Befürchtung, dass die Story zu knapp kommt, dass zu wenig erzählt wird und Bethesda hat das natürlich nur mit Robotern oder Holobändern ausgeglichen. Und das war die Befürchtung vieler Fans, dass sie nicht genug Geschichte erzählt bekommen. Dazu kamen technische Schwierigkeiten, Abstürze des Spiels, Instabilität und viele haben es einfach als unfertiges Spiel bezeichnet. Und etwas später, nach Release, kamen Probleme mit Exploitern und Dupern, also Leute, die sich Spielmechaniken zunutze gemacht haben, sie ausgenutzt haben und dadurch Vorteile erschummelt haben, um Gegenstände zu duplizieren. Mehrfach, teilweise in die Tausender, Zehntausender Bereiche und dadurch auch die Spielwirtschaft nachhaltig zu zerstören. Jetzt hat Bethesda ja schon im vergangenen Jahr diverse Patches veröffentlicht. Ich glaube, da kam jede Woche oder jede zweite Woche gab es neue Updates. Was sind denn da die größten Fehler, die Bethesda beheben konnte? Also der vermutlich größte Fehler, der auch in der Community am meisten gefeiert wurde, ist, dass den Dupern an den Kragen gegangen wurde. Es gab eine riesige Welle, wo Leute gesperrt wurden und bestraft wurden, die sich diese Exploits, die ich gerade angesprochen habe, zunutze gemacht hatten und viele Gegenstände dabei hatten, die sie gar nicht hätten haben dürfen oder können. Das hat riesigen Anklang gefunden, dass einfach Leute, die Spielwirtschaft zerstört haben, komplett rigoros gesperrt wurden. Dann wurden zu starke Waffen angepasst. Es gab bestimmte Modifikationen bei den Waffen, durch die diese zu stark geworden sind, zumindest für den Geschmack vieler Spieler, besonders im PvP. Und die Anpassung kam auch weitgehend ziemlich gut an. Und es wurden natürlich technische Fehler behoben, wie Abstürze etc., wodurch auch einige neu dazu kamen. Aber auf die breite Masse gesehen kann man schlecht wirklich irgendwas rauspicken. Viele der Dinge sind bei speziellen Spielern oder bei einigen Spielern nur vorhanden und haben bestimmte Dinge als Voraussetzung, wie Hardware-Umgebung. Weswegen es schwer zu sagen ist, dass konkrete Fehler dazukamen oder weggemacht wurden. Generell wurde aber einfach an der Stabilität gearbeitet. Das waren jetzt also die Problemverbesserungen oder die Patches. Die Spieler wollten aber vor allem auch mehr Inhalte. Was ist denn seit dem Launch an neuen Inhalten dazugekommen? Da kamen tatsächlich noch nicht ganz so viele zu. Hauptsächlich kamen kosmetische Gegenstände und Events. Also in Fallout gibt es häufiger Events, die mehrere Tage oder Wochen dauern, wo man beispielsweise häufig auf bestimmte Monster trifft oder bestimmte Boni bekommt. Aktuell ist nur geplant, dass das nächste wirkliche Feature, das dazukommt, Schnapsbrennen und Brauereien sein wird. Was bei vielen Spielern schon im Vorfeld ziemlich gut ankommt und sie haben schon Bock drauf, das merkt man wirklich. Und es entstehen auch schon wieder neue Ideen, was man damit machen kann. Ja, kostenloser Alkohol, das kommt immer gut an. Natürlich. Jetzt hatte ich eingangs auch erwähnt, Bethesda hat schon eine große Roadmap für 2019 angekündigt. Es gibt da diese Inhalts-Seasons quasi schon, da ist eine ganze Menge mit dabei. Ich glaube, das jetzt alles einzeln abzuhaken, das wird fast den Rahmen sprengen, aber wenn wir jetzt ein paar Highlights rauspicken würden, was sind denn da die großen Höhepunkte, auf die sich die Spieler da am meisten freuen? Also die meisten Spieler und auch ich freuen sich am meisten auf die neuen Spielmodi, die kommen. Das sind der Survival und der Nuclear Winter Spielmodus.
Der Survival-Modus wird ein PvP-lastiger Modus, wo die Beschränkungen wie Kopfgelder wegfallen bzw. verringert werden und Spieler generell sich immer im Krieg mit anderen Spielern befinden. Also eine Survival-Erfahrung. Und über den Nuclear Winter-Modus ist noch relativ wenig bekannt, also eigentlich eher gar nichts außer den Namen. Denkst du denn, dass Nuclear Winter tatsächlich dann Winter ist? Also, dass da das Grafikset des Landes angepasst wurde? Oder ist das, denkst du, dass es geht zu weit? Es könnte entweder das sein, dass es wirklich ein nuklearer, postapokalyptischer Winter wird, wie man ihn eben näher vom nuklearen Winter kennt. Ja. Was ich eher vermute, ist allerdings, dass die Welt grundsätzlich dann so sein wird, wie man sie kennt, wenn eine Atombombe gefallen ist in Fallout 76. Das heißt, die Fauna ist verstrahlt, die Flora ist verstrahlt, es gibt stärkere Gegner und alles ist einfach gefährlicher. Also quasi eine Art New Game Plus, wenn man so will. So könnte ich es mir vorstellen. Aber was es genau wird, muss man halt doch abwarten. Genau, so das waren die Spielmodi. Und was gibt es noch an Highlights in dieser Roadmap? Was mich persönlich am meisten ansprechen wird, sind Raids. Die Vaults 94 und 96 werden aufgemacht und werden für höherstufige Spiele eine Herausforderung in Gruppen sein, wie man eben Raids so kennt aus anderen MMOs. Das gibt es momentan so noch gar nicht im Spiel, oder? Genau. Der aktuell einzige Raid, in Anführungszeichen, ist die Scorched Beast Queen oder Brandbestienkönigin, wie es auf Deutsch heißt, die dadurch erschaffen wird oder hervorgerufen wird, dass eine Atombombe auf den Rift Prime geschmissen wird. Und die ist aktuell für den gesamten Server, wo die Atombombe fällt, eben der Raid-Boss. Und auch aktuell die einzige Möglichkeit, wirklich an die Endgame-Inhalte zu kommen oder an die Endgame-Items zu kommen. Und die Raids werden dann hoffentlich etwas mehr Möglichkeiten für verschiedene Loot und auch ein bisschen mehr Story reinbringen. Das ist ja momentan so, man wirft die Atombombe ab und dann erscheint die ja gleich, oder? So, da ist nicht großartig vorher ein Dungeon in Anführungszeichen zu bewältigen. Jein, die Atombomben selbst in der Dungeon, weil man in den Silos natürlich, genau, die Silos müssen erst freigeräumt werden. Allerdings, das ist dann, kann auch sogar alleine gemacht werden, das ist nicht wirklich schwer. Und danach natürlich, sobald die Bombe fällt, ist es für die gesamten Server da. Also nicht wirklich ein Dungeon, nein. Es sollen ja außerdem auch neue Quests und neue Story kommen. Da weiß man aber jetzt auch noch nicht so viel drüber, oder? Genau, leider nicht. Die Story, ich werde nicht spoilern, aber zumindest wird wahrscheinlich etwas weitergemacht, wo man schon angefangen hat. Mit der Aufseherin, die einen begleitet hat durch Appalachia. Neue Quest ist schon bekannt, dass eine Pfadfinder-Quest kommen wird, die mich sehr interessiert als ehemaliger Pfadfinder. Oh. Ja. Und man wird sich abzeichnen und einen Rucksack verdienen können. Mhm. Und das finde ich schon eine sehr coole Idee. Zumal es gerade in den Gebieten um den Vault 76 herum sehr viele coole Gebiete gibt, die schon mit Klettereien etc. zu tun hatten und wo sich Pfadfindertum wirklich anbieten wird. Mhm. Aber die Hauptstory, wie gesagt, da weiß man noch relativ wenig drüber und kann nur vermuten, dass es weitergeht mit entweder der Brotherhood of Steel oder eben der Aufseherin. Das wäre ja cool, wenn die dann wirklich auch, also es hieß ja auch neue Fraktionen und sowas, könnte schon, das wäre schon richtig cool. Ja. Ganz am Anfang ging es darum, dass Fallout 76 seit seinem Release schon ein paar Spieler verloren hat, die da entnervt irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen haben. Jetzt kommen trotzdem eine ganze Menge Inhalte von Bethesda. Denkst du denn, es ist realistisch, dass das die Spieler wieder zurückholen kann, was Bethesda angekündigt hat? Oder denkst du, die sind jetzt für immer verloren? Also die Spieler, die schon von vornherein keine Lust auf Fallout 76 hatten, werden ziemlich sicherlich nicht dadurch zurückgeholt werden. Ja. Zumal die Story-Inhalte könnten eventuell ködern. Ich vermute es allerdings eher nicht. Es gibt aber einige Spieler bis viele Spieler, die aufgehört haben, weil ihnen Inhalte fehlten, aber noch Bock auf Fallout 76 haben und die auch häufig sagen auf Reddit und Foren bei uns, dass sie wiederkommen, sobald mehr Inhalte da sind, die jetzt einfach Pause machen, warten, bis das Spiel sich weiterentwickelt hat und dann wiederkommen möchten. Das heißt, in Zukunft wird zumindest die Spielerschaft wieder etwas wachsen. Aber Spieler, die eh schon keine Lust hatten auf Fallout, werden wahrscheinlich eher nicht geködert. Ja. Die Einstiegshürde ist ja jetzt nicht so groß, da wieder zurückzukommen, denn die Inhalte sollen ja alle kostenlos sein. Das hatte ich soweit mitbekommen. Das heißt, einfach in ein paar Monaten nochmal reinschauen. Dann sprechen wir uns vielleicht auch mal wieder, um Status Quo abzuchecken, wie es momentan um Fallout 76 steht. Danke ich dir. Ja. Vielen Dank Gerne. Für diese Auskunft. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.